Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Flohmarkt Pickup Video. Ja, mein Bruder und ich waren auf dem Flohmarkt, nachdem letzte Woche der Großflohmarkt einfach abgesagt wurde. Wir standen da auf dem leeren Parkplatz und wir waren nicht die Einzigen an dem Tag, denn der wurde ganz, ganz früh morgens abgesagt. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Naja, mussten wir eine Woche warten und heute, gestern Abend noch Gewitter, heute Morgen trocken, aber auch leichter Regenschauer. Was meint ihr? Was haben wir gefunden? Oder haben wir was gefunden? Und warum habe ich hier drei Tassen stehen? Das erfahrt ihr gleich. Flohmarkt ist grundsätzlich eine Wundertüte. Nicht nur in dem Sinne, was man findet, sondern auch, wie das Wetter ist. Das ist ja immer die Abhängigkeit, die man ja hat, dass, wenn das Wetter schön ist, null Problemo. Aber wenn es natürlich so ein bisschen bewölkt ist und wie wir es gestern Abend hatten, ein Gewitter, heute Morgen trocken, dass der Flohmarkt stattfand, war so auch gesichert, denn die durften erst ab 8 Uhr aufbauen. Und wir waren gegen 8 Uhr da, mussten aber warten, bis da überhaupt was war. Jedenfalls hat noch ein bisschen genieselt, war auch bedeckt. Man wusste nicht, wird es noch was oder wird es nichts. Naja, also das war auf jeden Fall heute Morgen oder auch heute Morgen so überraschend. Dann war noch ein Straßenflohmarkt bei mir direkt um die Ecke. Ja, das Witzige ist, einige Straßen, die wir gar nicht besucht haben, haben auch noch mitgemacht, die etwas weiter um die Ecke waren, aber das war nicht angeschlagen. Wir hätten spontan durchgehen müssen, die aber zu Fuß schon ziemlich weit waren. Das ist ja immer so das Problem bei Straßenflohmärkten, die dann an den Hauseingängen ist. Man läuft 30, 40 Meter, bis man den nächsten hat. Dann machen nur 3, 4 mit in der Straße. Ja, zum Glück waren die gekennzeichnet mit Luftballons und ein bisschen haben wir gefunden. Wie gesagt, in meiner Nachbarschaft, und da schaut man ja auch gerne mal vorbei. Gut. Und was hat es jetzt mit diesen drei Tassen auf sich? Ja, die stammen auch vom Flohmarkt, von einem ganz kleinen Flohmarkt, den ich vor 2 Wochen besucht habe. Da habe ich nur 2, 3 Teile gefunden, deswegen habe ich kein Einzelvideo gemacht. Und ich wollte es im nächsten Video eigentlich für letzte Woche mit aufnehmen. Ja, der letzte Woche, der Großflohmarkt, auf dem großen Möbelhausflohmarkt, war wirklich an dem Morgen gleich abgesagt worden. Also muss nachts irgendwas gewesen sein. Es hat ja auch da stark geregnet an dem Tag davor. Und ja, das war wohl der Grund, dass da irgendwas überschwemmt war, irgendwas vielleicht nicht in Ordnung war, keine Ahnung. Die mussten, glaube ich, morgens um 5 absagen und ich habe eigentlich morgens dann nicht nochmal auf die Website geguckt, weil das war einer, der noch nie abgesagt wurde vorher. Naja, es ist mein erstes Mal. Gut, auf jeden Fall, davor war ich auf einem ganz kleinen Flohmarkt, der hier einmal im Jahr veranstaltet wird. Ich glaube einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr, aber ich glaube auf jeden Fall einmal im Jahr. Das ist so eine kleine Wohnsiedlung. Da treffen sich alle so zwischen den Häusern und da sind dann so 50, 60 Stände. Ja, kann man so sagen. Man findet wenig im Gaming-Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist mehr allgemeiner Trödel, aber eben halt privater Trödel. Viele Bücher und so weiter. Da habe ich in den letzten Jahren auch schon mal Comics gefunden. Und 3 Fragezeichen-Bücher, das war diesmal nicht der Fall. Als erstes habe ich gefunden, für 5 Euro zusammen diese 3 Tassen. Das sind Warner Brothers Movie World Tassen. Hier könnt ihr sehen. Das ist Hollywood in Germany, das ist in Bottrop-Kirchhellen gewesen, dieser Park. Die sind von 1996, diese Tassen, und der Park ist, glaube ich, jetzt, der heißt nur noch Movie Park, da ist, glaube ich, SpongeBob drin und ganz andere. Also es war früher mal wirklich ein reiner Warner Movie Park. Und dann habe ich noch zweimal die gleiche Tasse mitgenommen, mit Bugs Bunny drauf, das ist auch auf beiden Seiten zu sehen. Ja, einer der Parks, die ich um 2000 herum mit meinen Schwestern besucht habe, und irgendwie war das eine schöne Erinnerung, und für den Preis lasse ich das nicht liegen, denn das ist Merchandise, was es eigentlich jetzt sozusagen ja nicht mehr gibt. Ansonsten war der Flohmarkt wirklich nicht so, ja, diesmal war nicht so viel da. Ich habe 2 Sachen noch gefunden, die nicht mehr hierbei liegen, weil die schon weitergegangen sind. Zum einen auch nichts Besonderes, im Jewel Case ein Sealed für PC-Spiel, das Spiel Bioshock war noch sealed.
ja, gab es da, glaube ich, für 2 Euro habe ich es mitgenommen. Und was ich auch mitgenommen habe, ich hatte 2-3 Fragezeichen Hörspielkassetten zielt mitgenommen. Hier könnt ihr auf dem Foto, was ich am Ende noch mal gleich einblenden werde, wo alles drauf ist, da könnt ihr sehen, welche Nummer das war. Also das war die Nummer 148 und das ist die Nummer 135. Noch komplett sealed. Hier ist das ja Fluch des Piraten. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie die 48er, 148 hieß, aber in dem Sinne, die über 100, die Nummern als Kassette findet man nicht so häufig. Und ich habe jetzt für beide zusammen 5 Euro bezahlt. Und die 148 ist schon bereits an den lieben Manuel gegangen. Da haben wir einen Tauschdeal gehabt und ja, das wurde inzwischen verschickt. Das Paket hatte ich schon viel zu lange hier liegen und das ist dann ganz schnell da reingewandert. Naja, auf jeden Fall, das habe ich mitgenommen. Mein Bruder hat eigentlich da gar nichts gefunden, nur ein Joystick. Ups, fällt mir fast runter. Der Joystick für den Atari, das ist aber eine Nachproduktion sozusagen mit USB-Anschluss, hat auch 2 Feuerknöpfe. Ja, und den gab es für 1 Euro und da haben wir den auch nicht liegen lassen wollen. Ist auch recht cool, so ein Joystick. Erinnert an alte Zeiten, weil wir sind damit aufgewachsen und ja, wollten wir haben. Ja, und dann haben wir noch einen Film, habe ich gefunden, für 1 Euro. Findet man auch nicht so häufig, da es diesen nicht auf DVD oder nicht auf Blu-ray gibt. Und zwar Der Indianer im Küchenschrank. Recht seltene, ja, DVD, sieht man echt nicht häufig, ist von Frank Oz. Frank Oz war ja auch einer oder ist einer von der Muppet Show, von den Machern. Und hier geht es um einen Jungen, der einen Küchenschrank hat, wo er seine Actionfiguren reinstellt und die werden lebendig. Ja. Und darunter ist auch sogar zu sehen Darth Vader. Also in dem Sinne richtig schöner Jugend-Fantasy-Film. Kann ich auch nur empfehlen. Ja, und den für 1 Euro nehme ich gerne mit. Ja, und dann ja, fange ich an mit dem Flohmarkt, den wir heute Morgen als erstes besucht haben, da der, wie gesagt, um 8 Uhr aufgebaut hat. Ich kann gar nicht anfangen. Ich habe das ja alles sortiert. Das geht gar nicht. Ach, Manometer, ich laber wieder viel zu viel. Also ich habe beides hier zusammengepackt von dem Straßenflohmarkt und von dem von dem anderen Flohmarkt, der ab 8 Uhr aufgebaut war. Der Straßenflohmarkt ging ab 10 Uhr los, obwohl die auch erst ab 11 wirklich aufgebaut haben. Ja. Bei dem Straßenflohmarkt habe ich 3 T-Shirts gefunden. Die passen mir gar nicht, aber weil sie irgendwie game-relevant sind, habe ich gedacht, nehme ich sie mit. Und zwar habe ich dafür 4 Euro bezahlt und einfach mitgenommen, weil ich sie cool fand. Und spontan einmal hier für die PlayStation das T-Shirt. Oder mit dem PlayStation Logo, steht auch PlayStation hier oben drin. Ist Kindergröße, passt mir nicht, aber rein für die Sammlung ist das schon cool. Und hier nochmal ein PlayStation. Ah, ich fand's cool. Ich fand's wirklich cool, dieses Game On PlayStation. Ja, sieht man auch ab und zu mal so Sachen und das war jetzt spontan, dass ich das mitgenommen habe, denn eigentlich habe ich das gesehen, das T-Shirt hier. Wie gesagt, Kindergröße, aber ja, sammelt man doch irgendwo. Vielleicht ist es auch zum Tauschen gut. Hier seht ihr Sonic. So, mit ein bisschen japanischer Schriftart da unten, glaube ich. So Longshirt. Ja, einfach cool. Ist auch ein offizielles Brand von Sega. Lizenziert für Sonic hier oben drin stehen. Aber das ist bei H&M mal rausgebracht worden. Ja, gab es wie gesagt für 4 Euro und ich habe gedacht, nehme ich mal mit. Irgendwie ist es cool. Ja. Ihr wisst ja, ich kaufe jeden Stuss. Deswegen seht ihr auch gleich noch Sachen, die ich mitgenommen habe bei dem, ich nenne mal Parkplatz-Flohmarkt, weil das war auf einem großen Parkplatz. Und da war die gleiche, die ich vor einem Jahr gesehen habe, beim gleichen Flohmarkt, die hat Disney, Disneyland Paris-Stuff verkauft. Die war wieder da. Diesmal wollte sie nicht, beim letzten Mal hat sie zum halben Preis verkauft, weil es ist alles noch neu, das Preis steht hängt noch dran. Diesmal war es so bei 80-75%. Ich hatte da schon eine Menge, ich hätte über 50 Euro hinlegen müssen. Das war mir zu viel, aber ein paar Sachen habe ich mir ausgesucht, ein bisschen um die 20 Euro bezahlt. Da habe ich zum Beispiel von Marvel dieses Schlüsselband, auch richtig cool mit den Helden hier. Ja, ich zeige euch das in der Nahaufnahme. Auf der Rückseite ist das Avengers-Logo unter anderem und so weiter. Also richtig cool.
Dann gab es diesen Disneyland Paris Spider-Man Bleistift. Da steht auch Marvel auf der einen Seite. Hier steht Disneyland Paris. Hat mal 6 D-Mark gekostet. Oder kostet 6 D-Mark. Ist schon eine Menge. Und ja, wie gesagt, ich habe, wenn man bedenkt, ich habe jetzt gut 4 Euro, wie gesagt, bezahlt. Ein Teil wird vielleicht davon an meine Schwester gehen, wenn sie Interesse hat. Aber man findet die Sachen auch nicht so häufig. Und dann habe ich es auch mitgenommen. Genauso wie diesen Schlüsselanhänger mit Grogu. Der hat mal 7 Euro gekostet. Wie gesagt, weniger habe ich bezahlt. Fand ich ganz niedlich. Dann mitgenommen. Und dann habe ich noch was anderes mitgenommen. Das zeige ich euch gleich oder zeige ich euch sofort. Ich habe da was draufgelegt. Und dann haben sie noch was liegen. Das hat sie im Moviepark Germany gekauft. Das ist nämlich das, der Park, wie er jetzt, dieser Park jetzt heißt. Da gibt es zwar keine Attraktion dazu, aber das gab es wohl da zu kaufen. Und ich fand es nur cool. Seht ihr das? Dragon Ball Set. Ich bin ja sowieso ein Dragon Ball Fan. Und dann so ein Holo-Notizbuch, Cover-Notiz oder Notizbuch mit so einem Holo-Bild oder so ein Lenticular-Bild. Richtig cool. Ja, da habe ich um die 20 Euro bezahlt für das Ganze. Und ja, ob es zu viel ist, wird sich zeigen, muss man sagen. So, in dem Sinne vom Disneyland Paris, da waren sogar noch 2 andere Sachen, die ich auf dem Flohmarkt da gesehen habe. Und da habe ich wesentlich weniger bezahlt. Hier habe ich, glaube ich, für 1 Euro bezahlt. Und zwar diesen Pin von Schön und das Biest. Ja, ich blende das auch jetzt noch mal kurz ein. Und diesen Pin von, ja, auch von Disneyland Paris. Man sieht das hinten, steht hinten drauf auch. Und da ist eine kleine Mickey Maus als Halter drauf. Und das ist Belle und Jasmin. Und der Belle und Jasmin Pin, der hat mich 50 Cent kosten sollen. Ich habe ihn noch mit dem zweiten Pin. Da muss ich euch auch ein Foto einblenden gleich, weil der ist so klein. Und mit dem zweiten zusammen wollte sie dann nur 90 Cent haben. Also ist nicht 1 Euro, sondern 90 Cent. Habe ich dann meine ganzen Centstücke zusammengekramt, um den zu bezahlen. Ich glaube, das ist ein Bugs Bunny Pin. So mit so einem Hut auf. So ne? Habe ich auch noch nicht gesehen. Steht leider kein Warner Brothers drauf. War richtig cool. Naja, und Pins, wie ihr wisst, lasse ich auch nicht immer liegen. Habe ich mitgenommen. Genau. Ja, wo wir bei diesen Kleinigkeiten sind, das, auf dem Straßenflohmarkt, da habe ich dann noch ein paar Sachen mitgenommen. Bei einem Jungen, der hatte seine Kiste dort liegen. Mit Krimskrams, und dann habe ich 2 Schlüsselanhänger drin gefunden, und zwar einmal Peach, hinten steht sogar Mario, Super Mario drauf, das ist auch noch eine Krone für Peach, das Logo, und ich weiß gar nicht, wie der hieß, heißt der Luvagio, nee, da bin ich echt überfragt, weil den Charakter habe ich nicht so drauf, aber auch top, ist so ein bisschen gummierter Schlüsselanhänger mit so einem Plastikhaken, und dafür habe ich zusammen 1 Euro bezahlt. Ja, kann sich sehen lassen, ne? Und dann gab es noch, das zeige ich euch dann erstmal so und dann auf ein Foto gesamt, war in einer Krimskramskiste, ich habe dafür auch nur 1 Euro bezahlt, 3 Gummifiguren, und zwar hier von Aristocats. Ich kann nicht sagen, wie der heißt, da müsste ich meine Schwester fragen, die kennt sich besser da aus. Dann einen Bagheera, einen ganz alten, also aus Dschungelbuch. Und hier ein Bernhard aus Bernhard und Bianca. Ja, und konnte ich da einfach nicht liegen lassen für den Preis dann. Und ja, fand ich irgendwie witzig, oder? Was sagt ihr? Dann gab es noch ein Kartenspiel, das ist noch original, auch wenn die Verpackung so ein paar Abnutzungen hast, aber ist innen drin noch komplett geschlossen. Von Pirates of the Caribbean und Stranger Tides, Piratengame, so ein ganz normales Kartenspiel, eben halt mit Motiven. Habe ich 1,50 Euro bezahlt. Ich fand es witzig, sowas. Sowas nehme ich dann manchmal ganz gerne mit. Gimmick-Kram, wie ihr seht. Ja. Ja, und das war echt cool. Und dann haben wir noch ein bisschen was, bevor ich zu Filmen komme. Denn ein paar Filme haben wir noch gefunden und ein paar Games. Aber bevor ich dazu komme, und das ist jetzt ein Mischmasch zwischen Toys und Game. Denn ich habe 2 Lego Dimension Sets mitgenommen zu je 5 Euro, also 10 Euro zusammen.
durch Zufall, die baute gerade auf, wir kamen so in den Schnack und dann holte sie die Kiste noch raus und dann guckten mein Bruder und ich und dann fragte ich nur so allgemein, was ist das Set, kostet das Set? Denn ich habe diese drin in der Plastiktüte gesehen. Das könnt ihr jetzt gar nicht so gut sehen, das ist Beetlejuice. Beetlejuice kommt mit seiner Schlange. Lege ich hier erstmal drauf. Und auch das Zettelchen ist noch dabei von Lego Dimensions. Richtig cool. Und ja, ist ein schönes Set. Ihr seht das ja jetzt. Ja, die Figuren, wie gesagt, sind ja schon einzigartig, denn die gab es nur hier in diesem Dimensions Set. Als Sammel, ja, sind sammelwürdig, finde ich, weil die einfach auch cool gemacht sind. Sind viele Lizenzen ja auch bei Dimensions verwendet worden, die es anders nicht gab von Lego und eben halt nur für diese Serie. Ja, das Spiel selbst ist ja im Endeffekt immer Kurzgeschichten oder Kurzepisoden anstatt lange Spiele. Es war sehr vielseitig, ich fand es richtig gut. Wenn man diese Figuren hatte und aufs Spielbrett gelegt hat, konnte man halt mit diesen Figuren spielen. Dazu brauchte man eben halt diese Platte, da war ein Chip drin. Richtig cooles Game, ja. Und das zweite Set, was wir jetzt, wie gesagt, auch für den Fünfer mitgenommen haben, ist, ich zeige euch jetzt meinen Zettel, Scooby-Doo. Richtig cool auch. Und hier kommt erstmal der große Scooby-Burger. Dann ist dabei gewesen der Mystery Van. Die sind auch vollständig, komplett auch gebaut. Fehlte eben halt nur die Umverpackung, kann man so sagen. Und auch hier nochmal Shaggy und Scooby. Richtig cool. Davon gab es später auch richtige Sets von Lego. Da sind die Figuren aber anders. Also diese hier sind ein bisschen anders aufgebaut. Beim Mystery Wagon, den ich zum Beispiel auch noch habe, kann ich auch noch ein Foto gleich einblenden. Da seht ihr Scooby auf dem Dach, wie auf allen Vieren steht. Hier sitzt er. Richtig cool. Ja, wie gesagt, für 10 Euro zusammen, was sagt ihr? Ich weiß, dass sie sogar ein bisschen mehr gehandelt werden. Gerade diese seltenen oder diese besonderen Figuren sind immer noch die, die gern gesammelt werden halten. Und kann ich halt nicht liegen lassen. Ist ja manchmal so. Gut. Und was haben wir noch gefunden? Ja, Filme, wie ich sagte, und ein paar Spiele. Mehr war es dann wirklich auch nicht. Filme haben wir gefunden, 2 DVDs und 2 Blu-rays. Und zwar haben wir bezahlt, was habe ich bezahlt? Ich glaube, ich sag mal so 1 Euro pro DVD und 1,50 Euro pro Blu-ray. Und zwar haben wir mitgenommen die Muppets und einer der neueren Filme, noch mit dem Disney-Sticker drauf. Apropos Sticker, ich wurde mal gefragt, wie gehe ich denn überhaupt diese Sachen an? Wie mache ich sauber Etiketten ab und so weiter? Da werde ich demnächst mal ein bisschen Footage nebenbei drehen und das werde ich auch in meinen nächsten Flohmarkt-Videos mit einbauen. Aber ihr könnt euch sicher sein, Tassen werden ausgewaschen. Die Klamotten habe ich jetzt noch nicht gewaschen, aber alles ist sauber gewischt worden, teilweise eben überhaupt gereinigt worden. Jede DVD ist gecheckt worden, jede Blu-ray. Und also ich mache die schon sauber, bevor ich sie hier im Video zeige. Die Pinguine von Madagaskar, der Einzelfilm, auch richtig gut, hatten wir noch nicht. Ja, und dann habe ich 2 Filme gefunden auf DVD, und zwar DuckTales, der Film Jäger der verlorenen Lampe, gab es wie gesagt für 1 Euro. Haben auch ein paar Gebrauchsspuren teilweise und normal nehme ich nicht mit. Ich mag zwar die Serie oder mag Bud Spencer, aber dieses Collector's Edition war schon etwas, das man nicht so häufig sieht. Und deswegen habe ich dann doch gesagt, ich nehme sie mit. Die sind im Top-Zustand, ja, richtig schön, Aladdin. Und hier drin als Bonus sind 2 Postkarten mit Artworks oder mit Plakat-Artworks. Und zwar haben wir einmal diese Postkarte und das Titelcover als Postkarte. Ja, richtig cool. Und das konnte ich dann einfach nicht liegen lassen, gerade weil ich auf Collector's Editions ja irgendwie stehe. Ich hätte noch 1-2 Steelbooks so mitnehmen können, aber das habe ich dann auch gelassen. Wir haben uns auf andere Sachen konzentriert. Ja, und jetzt kommen Filme. Also die Filme alle waren eigentlich auf diesem Parkplatz-Flohmarkt. Ja, und jetzt kommen PC-Spiele als allererstes. Da ist das hier gefunden worden auf dem Parkplatz-Flohmarkt. Das ist The Witcher 2, die Collector's Edition, Assassins of Kings. Auch richtig schön aufgemacht.
Ach, zeig mal zur Seite. Hier sind einmal so ein Dokument noch mit versiegelt, noch auch nicht geöffnet worden. Dann gibt es hier von The Witcher, kann man irgendwie zusammenbasteln, so Papercraft-Teile sind auch noch ungebaut. Ja, richtig gut. Dann haben wir hier eine Karte, die auch noch nie geöffnet wurde. Ein Spielhandbuch. Ein Lösungsbuch war dabei damals. Ja, und dann haben wir hier einmal ein Bonus-DVD, wo hinten drauf steht dann so Trailer, Developers, Diary und ja, Pictures. Und der offizielle Soundtrack ist dabei. Ja, und so da drin. Richtig schön. Und hier haben wir ganz normal das Spiel. Ja, und Collector's Editions, die haben es mir und meinem Bruder ja irgendwie angetan. Und dann haben wir noch zwei Klassiker, den haben wir aber auf dem Straßenflohmarkt gefunden, wovon wir hinterher noch erfahren haben, gerade kurz bevor ich das Video aufgenommen habe, dass die noch einen anderen Straßenflohmarkt gemacht haben. Denn traurigerweise haben die in der Bekanntmachung nur drei Straßen erwähnt. Und ja, es ist manchmal so, dass andere Straßen automatisch mitziehen. Die war aber etwa 500 bis 800 Meter, na gut, 500 Meter entfernt von dem, wo wir waren. Somit konnten wir das natürlich nicht mitbekommen. Und wenn man es nicht ausschreibt, dann geht man da auch nicht einfach spontan hin. Somit haben wir ein paar Sachen versucht. Ein Freund von mir hat da noch ein paar PlayStation 3 Spiele gefunden. Jetzt nichts Weltbewegendes dabei, aber schöne Sachen trotzdem, dass man die um diese Zeit, also gegen 14 Uhr, noch findet. Da aber der Flohmarkt nur bis 15 Uhr geht und jetzt langsam ein Gewitter aufzieht, lohnt sich das nicht, nochmal hinzugehen. So, hier habe ich Hanse gefunden, ein PC-Klassiker. Ist jetzt auch so ein Best-of-Game, aber gab es für je 1,25 €, 2,50 € habe ich bezahlt für beide Spiele. Hier noch Port Royal, auch so eine Wirtschaftssimulation. Sieht man nicht so oft und ja, für die Sammlung allgemein passt das ganz gut. So. Dann haben wir ein paar Konsolenspiele noch gefunden. Konnten wir nicht liegen lassen. Gab es für, kann man sagen, ja, je 2 €. Das erste Spiel, das haben wir gefunden auf dem Parkplatzflohmarkt. Die anderen drei waren die einzigen Spiele, die wir gefunden haben auf dem Straßenflohmarkt. Mein Kollege war besser dran als wir. Jedenfalls haben wir mitgenommen Medal of Honor Warfighter Limited Edition. Die Limited Edition habe ich schon mal mitgenommen, beziehungsweise habe ich sie mitgenommen in einem Steelbook. Hier, das Steelbook war normalerweise mit dieser Edition zusammen. Ja, jetzt habe ich es nochmal für 2 € mitgenommen. Es war sowieso sehr spaßig. Also wir sind ja bei diesem Flohmarkt gewesen, recht früh. Und da, wo ich das gekauft habe, die hat, also ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie die Game-Händler rangerast kam. Die hat so einen Stapel Spiele hingestellt und dann noch einen Haufen dazu, also es waren etwa 20 Spiele. Da sah ich nur eine Frau, alles gleich gekrallt. Und wie viel wollen Sie für die Spiele? 2 € das Stück. Dann guckt sie kurz einmal so ein bisschen durch, aber ohne, dass sie das andere da ran konnten. Ein anderer konnte dann noch von einem dritten Stapel, wo ein paar Spiele waren, so nehmen. Da waren 2 Lego-Spiele dabei in Essentials. Das waren alles PlayStation 3-Spiele. Naja, und dann fragte sie nur, ja, was für alles zusammen. Dann hat sie wohl 30 € da bezahlen sollen. Dann kam noch der Mann, hat wohl noch ein paar zurückgesetzt. Deswegen ist das liegen geblieben. War sonst aber auch nichts mehr übrig geblieben. Also ich hatte bei der zweiten Runde dann nochmal geguckt. Da habe ich das gefunden. Aber das war so weg. Und das war, ja, genauso war es auch auf diesem Flohmarkt. Man hat wirklich gesehen, wie so 2, 3 Game-Händler rumliefen und haben sie Games? Haben sie Games? Haben sie Games? Und du hast gar keine Chance gehabt. Da waren eine Wii, waren ein paar Wii-Spiele, da fehlten aber die Discs irgendwie. War so eine Wii-Tasche, da hatte ich mich interessiert für, aber konnte nicht richtig fragen. Die war völlig genervt, die Frau schon. Wollte erstmal aufbauen, habe ich erstmal gesagt, komm, lass es. Naja, und ja, so war es dann eben halt auf dem ganzen Flohmarkt. Also es war sehr stressig. Es ist auch sehr stressig geworden, wenn man Games sucht. So, aber trotzdem haben wir noch 3 gefunden. Die waren jetzt auf dem Straßenflohmarkt. Stück 2 €. Sind einfach auch teilweise für die Tauschkiste, sage ich mal so. Ne? Denn hier Assassin's Creed in der Platinum-Fassung. Teil 1. Macht sich immer gut. Ratchet & Clank GeForce? Q-Force? Q-Force.
auch richtig schön. Und Viking Battle for Asgard hat auch irgendwas von Assassin's Creed Vibes. Ja, die gab es für je 2 Euro. Und genau, ach nee, wir haben doch noch 2 Games gefunden, die hier in dem Stapel mit drin sind. 2 PlayStation 1 Spiel, 2 Spiele. Und das eine zeige ich euch noch nicht. Die haben auch je 2 Euro gekostet. Einmal hier Harry Potter Quidditch Meisterschaft, auch ein sehr schöner Zustand. Das habe ich so mitgenommen, weil die Harry Potter Spiele ja schon so ein bisschen gesuchter sind. Zwischen der ganzen Menge SingStar und Buzz Games. Aber da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich glaube, das seltenste dazwischen war die Toten Hosen von SingStar, weil das ja ein bisschen spezialisiert ist. Naja, und noch ein Spiel war dabei und das habe ich jetzt hiermit, denn das sind alles Wrestling-Spiele. 5 Wrestling-Spiele haben wir gefunden. Das teuerste ist das Xbox 360-Spiel in der WrestleMania Edition. Hat 4 Euro, 5, nee, 5 Euro gekostet. Mein Bruder fehlte das noch, die anderen hatte er alle. WrestleMania W12. Dann habe ich hier, ja, für die PlayStation 2 Wrestling-Spiele. Alles SmackDown und ich glaube, die 2006 oder 2008, eins von beiden, was dabei ist, war jetzt bei dem Straßenflohmarkt. Ja, und hier SmackDown vs. Raw 2006. SmackDown vs. Raw featuring ICW 2008. Richtig cool, immer mit so einem WWE-Logo in Hologrammform. Ja, dann SmackDown Shut Your Mouth. Und SmackDown, Here Comes the Pain. Und auch hier sehr lustig, das ist eine ganz normale Black Label, aber hier ist die Platinum CD drin. Es kann sein, dass es wohl die zweite Auflage so ein Mischmasch war, weil ich habe schon mal von Leuten gehört, wo das genauso war. Ja, und das war's. Ne? Heute mit viel Gehaspel, Mischung versprochen. Eine abwechslungsreiche Sache, das bezieht sich draußen. Erst habe ich das Licht, es wechselt dadurch. Naja, ihr seht, wir haben viel gefunden. Das sind jetzt von 3 Flohmärkten. Und ja, man muss nicht immer die Mega-Sachen finden, aber wir haben ein paar schöne Sachen, denke ich, gefunden. Und meine Highlights hier raus sind einerseits die Movie World Becher, weil ich da auch eine schöne Erinnerung dran habe, als ich das mit besucht habe, um 1999 war das. Also um 2000 herum. Und auch von den anderen Flohmarken hier die schönen Pins von Disney und so, da freue ich mich auch drauf. Und natürlich hier die Disney Infinity, nicht Disney Infinity, die Lego Dimensions Figuren. Ja, das kann man so sagen. Aber auch mega cool finde ich, das 3D oder dieses Hulu Lenticular-Bild von Dragon Ball. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Liken, teilen, abonnieren, ehe ich mich weiter noch in irgendwie Grund und Boden rede. Ich hoffe, es ist was Interessantes dabei gewesen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ja, drückt mir die Daumen, dass der nächste Flohmarkt wieder schönes Wetter bringt und schöne Funde.
Musik.